Meine Freundin ist wie mein Ferienhaus. Ich habe kein Ferienhaus. Hochzeiten sind heikel, ne? Die meisten Menschen sind sich bis zuletzt bei der Partnerwahl nicht sicher. Deswegen heißt es ja auch heiraten. Egal. Ich finde, es gibt wie bei allen anderen gesellschaftlichen Anlässen auch bei Hochzeiten einfach zu viel Erfolgsdruck. Hochzeiten sind ja in einem Jahrhundert erfunden worden, in dem viele Menschen nicht älter wurden als 40. Ja, wenn das Leben so kurz ist, kann man sich schon mal lebenslange Treue versprechen. Ja. Okay, 5 Jahre mache ich's, ne? So. Ich finde, wir sollten den Druck aus allem rausnehmen. Man sollte auch die Hochzeitsformel ehrlich halten. Wollt ihr zusammenbleiben, bis ihr einfach keinen Bock mehr aufeinander habt? Dann antwortet jetzt mit meinetwegen. Ja. Ja. Ich finde Hochzeiten schrecklich. Wenn ich gegen alle meine Instinkte doch mal als Gast auf einer Hochzeit zusage, dann kostet das richtig viel Zeit und Geld. Ne? Alles muss man selbst bezahlen, Anreise, Unterkunft, Geschenke. Ich habe letztes Jahr an 3 Hochzeiten teilgenommen und danach erstmal Privatinsolvenz angemeldet. Ja. Es wäre schön, wenn man wenigstens sich mit Geld freikaufen könnte, aber man muss auch noch bei allem mitarbeiten. Ne? Bei Hochzeitsfilmen, Hochzeitszeitungen. Wenn ich irgendwann mal heiraten sollte, dann aus Rache. Dann lasse ich meine Gäste auch alles machen. Hier sind die Adressen vom Bauhaus, vom Bastelladen, hier ist die Wiese, ihr habt eine Woche. Wenn ich ehrlich bin, heirate ich vermutlich nie. Verzweiflung ist ein hartes Wort, aber ich bin auf Datingportalen unterwegs. Natürlich bin ich auch bei Parship und was soll ich sagen? Alle 11 Minuten verliebt sich niemand in mich. Noch jemand bei Parship? Es ist niemand bei Parship. Ne? Ich frage das jetzt schon seit Wochen. Ich glaube mittlerweile, ich bin der Einzige bei Parship. Es könnte wirklich gut sein. Der Mitgliedsbeitrag ist so hoch, dass ich die Werbekampagne allein finanzieren könnte. Parship fängt schon deprimierend an. Man muss sich schon bei der Anmeldung festlegen. Nehme ich jetzt das vergleichsweise teure Paket für 6 Monate, das für 12 oder das vergleichsweise günstige für 24 Monate? Anders gesagt, ich muss mich schon bei der Anmeldung festlegen, ob ich davon ausgehe, im nächsten halben Jahr eine Freundin zu bekommen oder ob es im Prinzip eh hoffnungslos ist. Ich habe dem Kundenservice dann geschrieben, ob es auch ein 10-Jahres-Paket gibt. Für die, die es interessiert, nein. Egal ob mit oder ohne Sex, ich tue mich grundsätzlich unheimlich schwer mit Freundschaften. Die längste Freundschaft in meinem Leben hat 2 Jahre gedauert. Dann ist mein Meerschweinchen gestorben.